Ich konnte gerade bei EA den Star Wars Battlefront DLC antesten. Ich muss sagen, dieser DLC hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat einfach den Hintergrund, weil ich auf dem Todesstern spielen konnte und aber auch im Weltraum. Das bedeutet, diese Karte ist in drei Bereiche eingeteilt. Erstmal greift man einen Sternzerstörer an, muss ihn an verschiedenen Punkten beschädigen, erst die Schilde runterfahren, bis man nachher zum Schluss die Brücke zerstören muss. Und parallel kann man darauf nur zugreifen, wenn man eine gewisse Anzahl an imperialen Flugzeugen zerstört hat. Das war sehr, sehr gut, hat mir gefallen. Vor allem, mal was anderes ist als die normalen Flugzeugspiele. Hier so eine Mischung aus dem normalen Flugteil und eben den AT-AT-Zerstörungen. Eine Mischung da draus. Dann gibt es einen zweiten Teil, da spielt man dann auf den Todesstern und muss dort die Schilde runterfahren etc. und spielt dort ganz normal gegeneinander. Und zum Schluss gibt es dann quasi einen dritten Trakt, da muss man dann den Todesstern zerstören, wieder im Weltraum und kämpft dort wieder in den Flugzeugen gegeneinander. Deshalb, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ist auf jeden Fall eine schöne Sache und freue mich auf jeden Fall schon, wenn das Star Wars DLC bald erscheinen wird.